Du willst eine orthodoxe Kirche besuchen und weißt nicht, wie du dich verhalten sollst? Hier eine Übersicht. Viele Nicht-Orthodoxe zweifeln, ob sie eine orthodoxe Kirche überhaupt betreten dürfen. Die Antwort ist eindeutig ja. Sowohl die Kirche selbst wie auch die Gottesdienste dürfen von allen ohne Anmeldung besucht werden. Du kannst also problemlos am Sonntag in die nächste orthodoxe Kirche oder auch in ein orthodoxes Kloster fahren und an der Liturgie teilnehmen. In der Kirche angekommen, bleibt es dir überlassen, was du mitmachst und was nicht. Wenn du möchtest, kannst du dich in der Kirche an einen beliebigen Platz hinstellen und beobachten. Du musst dich weder bekreuzigen, noch verbeugen, noch irgendetwas anderes machen. Keiner wird dich zu etwas zwingen oder dich schief angucken, wenn du dich nicht so benimmst wie die anderen Kirchenbesucher. Denn jeder, der im Gottesdienst war, war mal in der gleichen Situation wie du, das erste Mal in der Kirche. Ein paar Sachen gibt es jedoch zu beachten. Zum einen die Kleidung. Es gibt keine bestimmten Anziehsachen, die man in der Kirche tragen muss. Du solltest aber freizügige Kleidung vermeiden. Männer sollten lange Hosen tragen und keine ärmellosen T-Shirts anziehen. Frauen sollten ebenfalls ihre Schultern bedecken und keine Kleidung mit einem Dekolleté tragen. Die Hose oder der Rock sollten die Knie bedecken. In manchen Kirchen wird es erwartet, dass Frauen den Kopf mit einem Kopftuch bedecken. Das ist jedoch nicht überall so. Kopftücher werden in jedem Fall meistens am Eingang der Kirche angeboten. Zum anderen solltest du dich in der Kirche respektvoll verhalten. Schalte auf jeden Fall das Smartphone aus und unterhalte dich während des Gottesdienstes nicht mit anderen Menschen. Bei manchen Teilen des Gottesdienstes darf man sich hinsetzen. Wenn die Gemeindemitglieder jedoch stehen, solltest du dich solidarisch verhalten und ebenfalls aufstehen. Sitzen bleiben können nur diejenigen, die aus Krankheits- oder Altersschwäche nicht stehen können. Wenn du möchtest, kannst du bei bestimmten religiösen Bräuchen mitmachen, auch wenn du nicht getauft bist. Du kannst dich bekreuzigen, kannst Kerzen aufstellen und Ikonen verehren. Du kannst auch am Ende der Liturgie, wenn der Priester die Gemeinde segnet, mit allen anderen zum Kreuz gehen und es küssen. Ebenso beim Abendgottesdienst. Du kannst dich mit dem geweihten Öl salben lassen oder ein Stück von dem geweihten Brot essen. Was du als Nicht-Orthodoxer jedoch nicht machen kannst, ist, an den Sakramenten teilzunehmen. Du kannst also weder zur Beichte gehen, noch die Heilige Kommunion empfangen. Das dürfen nur getaufte orthodoxe Christen, also auch keine Katholiken oder Protestanten. Manche Menschen würden gerne ein orthodoxes Kreuz tragen. Normalerweise wird ein Kreuz bei der Taufe angezogen. Daher tragen auch Kinder von orthodoxen Eltern kein Kreuz, solange das Kind nicht getauft ist. Aber ein eindeutiges Verbot gibt es dazu nicht. Wenn es für dich also ein wichtiger Wunsch ist, ein Kreuz anzuziehen, darfst du es trotzdem machen.